Ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, willkommen. Welcome to O2 World Berlin and the premiere of Showtime Sports. Super 6 World Boxing Classic, the Super Middleweights. This contest scheduled for 12 rounds and presented by Sauerland Event in association with DiBella Entertainment. Sanctioned by the FBA President Willibald Palatin. At ringside, the three judges scoring this contest on the 10-point system are from Italy, Guido Cavalieri, from South Africa, Stanley Christodoulou, and from Canada, Craig Metcalf. And inside the ring, your referee in charge of the action, from Mexico, Guadalupe Garcia. And now, may the best fighter emerge victorious. Ladies and gentlemen, aus Berlin, let's get ready to rumble! Fighting out of the blue corner, official weight 76.2 kilograms or 168 pounds. A perfect professional record consisting of 30 fights, 30 victories, including 24 knockouts. Meine Damen und Herren, aus Berlin, the former undefeated IBF middleweight champion of the world, King Otto and fighting out of the red corner, wearing Razorback red, official weight 75.4 kilograms, 166 one quarter pounds. Professional record, an excellent one. 32 fights, 28 victories, including 17 knockouts with 3 defeats and 1 bout even. He's the fighting pride of Little Rock, Arkansas, USA, the former undisputed middleweight champion of the world, Jermaine Bad Intentions Taylor. Okay, are you ready to give you the introduction in the dressing room? I want a clean fight. Remember, this is the line where the low blows are legal. Good luck, check the gloves, and go to your corners. Es ist seit Jahrzehnten die beste Nachricht für Boxfans, jubelte The Ring, das angesehene Boxmagazin aus den USA. 14.000 hier in der Halle am Berliner Ostbahnhof und Millionen auf der Welt können das jetzt überprüfen. Beim Start dieses Turniers mit Arthur Abraham, der zum Auftakt im neuen Limit einen Weltstar dieses Sports vor den Fäusten hat. German Taylor, der schon zwei seiner letzten Kämpfe im Supermittelgewicht absolviert hat. Ein Neuanfang, der brutaler nicht sein könnte für Arthur Abraham. Die Anspannung war ihm anzumerken in den letzten Stunden vor diesem Kampf. Die gute Aktion von Taylor, beide Boxer mit der linken als Führhand in diesem Turnier. Leicht zu merken ist es nur der Landsmann von German Taylor, Durrell, der anders herumsteht als Rechtsausleger beim Turnier der vermeintlich besten 6 super Mittelgewichtler dieser Welt. Abraham mit dem ersten Versuch zum Körper zu kommen. Wir sehen ihn in dieser ersten Minute so wie häufig in den Kämpfen zuvor hinter der Doppeldeckung. Das wollte er ein bisschen anders machen. Hatte sich vorgestellt, auch den Auftakt des Gefechtes mutiger, ein bisschen entschlossener zu absolvieren, weil die Chancen von Taylor vor allen Dingen in einem Kampf über die Punkte liegen könnten.
ich bin auch hier. 10 Kämpfe im Mittelgewicht bei Weltmeisterschaften erfolgreich bestritten. Arthur Abraham, German Taylor, Sie haben es eingangs gehört, er hat diese Gewichtsklasse zwischen Juli 2005 und September 2007 beherrscht, war Alleinherrscher in diesem Mittelgewicht, nachdem er den großen Bernard Hopkins zweimal, wenn auch ein bisschen umstritten beim ersten Mal, keine Chance gelassen hat. Etwas aktiver in dieser ersten Runde noch German Taylor. Arthur tried Taylor vor sich her, trifft hier mal mit dem Jab, aber kriegt ihn kaum gestellt in diesen ersten 3 Minuten. Und mit einer schönen Serie schließt der etwas aktivere Mann diese ersten 3 Minuten aus den USA für sich. Ganz konsequent zum Körper rein. Du lässt ihm die letzte Aktion machen, mein Junge. Was soll denn das? Lauf das nicht immer nach. Du musst die Aktion, du musst einteilen, ist doch gut. Aber die letzte Aktion muss für dich sein, die du einmal zugehauen hast. Bleib ruhig, höre zu, was ich dir sage. Atmen, schön atmen. Atmen, also. Die Führung dann bestimmt das. Und dann wieder aufpassen, geht er rechts zum Kopf. Ringfrei zur zweiten Runde. Round 2. 2-3 Hände auf der Außenbahn. Auch der Bruder Alexander sieht, da ist noch Luft nach oben. In diesem ersten Versuch in der Gewichtsklasse des 76,2 Kilo. Arthur hatte das Gewicht genau, hat sich das ganz gemütlich vorgestellt, dieses Limit zu schaffen, aber gestern haben sie dann doch noch ein bisschen Sorgen gehabt. Er war super angespannt vor dem Wiegen. Und selten so erlebt auch Uli Wegner, wie vor diesem Fight hier am 17. Oktober in der O2-Welt. German Taylor, die Doublette mit dem Jab, mit sehr schnellen Händen. Und auch das ist ein Markenzeichen von Taylor, auch wenn der eine jetzt hier ein bisschen tiefer gegen Arthur Abraham, diese schnelle Möglichkeit, Serien abzufeuern. Sie haben das gestern beim Regelmeeting noch als vermeintliche Tricks von Seiten von Arthur Abraham ausgemacht, dass er oft dort diese Linie zwischen Tiefschlag und Treffer verschiebt, selber oft in diesen Low-Blow-Bereich schlägt. Der erste Tiefschlag bei German Taylor, der sich aber nicht von seiner Linie abbringen lässt. Und der, das ist keine Überraschung, und das hat man auch in den anderen Kämpfen gesehen, 32 mittlerweile, immer ein Schnellstarter war. Also das ist ein Markenzeichen von German Taylor. Er wartet nie lange, beginnt alle Kämpfe offensiv und mit hohem Tempo, und er hat die Legenden ja wirklich im Ring gehabt, wie Hopkins, Pavlik, Spinks, White, Lacey und eben zuletzt Carl Froch. Arthur Abraham ist noch nicht in dem Kampf so drin, wie er das haben will. Linker Kopfhaken gegen ihn.
Sehr schöne Serie. Links, rechts abgeschlossen mit Aufwärtshaken. Und Treffer erneut mit der Führhand von German Taylor. Startet Abraham, jetzt keinen überzeugenden Schlusssport in dieser Runde, ist auch die zweite Wurst. Sehr schöne Aktion von Arthur Abraham, zum ersten Mal Taylor schwer getroffen. Gut. Immer konzentriert machen. Komm her, komm, warte mal. Alles klar, also musst du machen. Also, stimmen mit der Führung. Ja, immer wieder mit der Einheit nur, ne? Ein Weltmeister, nein, zwei sogar aus dem Sauerlandstall, die in diesem Jahr noch boxen werden, Valujev im November, Marco Huck dann im Dezember. Mit ihren Chancen, nicht in einem so großen Turnier, aber immerhin zur Verteidigung ihrer Weltmeistertitel. Die Halle spürt, dass nach geboxten 6 Minuten Arthur Abraham Unterstützung braucht. Einige der Vorgaben, die sie sich ausgetüftelt haben, natürlich nach dem Studium der letzten Kämpfe von German Taylor, haben sich hier im Ring noch nicht umsetzen lassen. Ich habe das angesprochen mit dem schnelleren Starten, aber auch eine andere Geschichte, diese vermeintliche Ort-Taktik reinzugehen in den Kampf, schnell wieder herauszugehen, 2-3 Mal zu treffen. Auch das, was er bei seinem Titel gewinnt, sehr schön hier von Arthur Abraham gegen Kingsley Ikeke, übrigens einen 1,92 Meter großen Boxer respektiert und umgesetzt hat. Das will hier in der Anfangsphase noch nicht recht gelingen. Auch in dieser Runde noch eine starke Aktion. German Taylor, der sich übrigens sicher ist, in diesem Super Six Turnier einer der wenigen zu sein. Er glaubt, dass es sehr, sehr viele Knockouts geben wird bei den Entscheidungen, der hier am Ende über die Punktzettel zu seinem Erfolg zu kommen hofft. Trifft im Moment wieder, aber Abraham eben nicht. Sehr schön. Zum Kinn von German Taylor und da werden natürlich bei ihm jetzt auch ein paar ganz hinten in der Ecke des Kopfes Bilder wieder wach. Er hat ja immerhin in den letzten 4 Fights 2-mal schwere K.O.s bekommen. Das lässt sich nicht wegwischen. Das ist da und Abraham schlägt hart und kommt in dieser dritten Runde, das dürfen wir festhalten, besser in den Kampf hinein langsam. Er wird seinen Auftritt ein bisschen später haben, der Weltmeister
der WBA Michael Kessler am 21. November in den USA. Gut gemacht, gut gemacht. Wenn er kommt, dann schlag zurück. Lass dir nichts gefallen. Also, und lass dich nicht beeinflussen durch die Menge. Ganz ruhig, okay? Also, und pass immer auf die Rechte auf. Pass auf. Und dann beweg dich. Also, und dann bewegst du dich zur Seite. Und zwar nach rechts. Beweg dich nach rechts weg, okay? Und lass ihn nicht zu nah rankommen, ja? Auch das ist Arthur Abraham, haben Sie das gerade gesehen, mit direkter Faust, den Gruß an die Menge, meldet er sich, ich bin jetzt im Kampf. Und Taylor startet nach den Hinweisen von Ozil Nelson, seinem langjährigen Coach, seit 15 Jahren mit einer Unterbrechung, dass Emmanuel Stewart ihn im ersten Pavlik-Kampf betreut hat, arbeiten die beiden zusammen. Der Kampf hat Fahrt aufgenommen, auch weil Arthur Abraham jetzt fest in diesem Duell drin ist. Sehen wir es erneut, tief geschlagen zu haben. Wie ernst German Taylor diese Chance genommen hat, konnten sie auch daran ermessen, dass die Amerikaner, die das selten tun, hier schon 10 Tage vor diesem Kampf hier in Berlin ihre Lage aufgeschlagen haben, dass sie sich wirklich mit den Videos von Abraham beschäftigt haben. German Taylor sagt, ich habe noch nie so viele Kämpfe von einem Boxer gesehen wie von Arthur Abraham. Sehr schön gegengehalten von Abraham, nachdem in dieser vierten Runde lange Zeit German Taylor mit seinem Jack den Kampf bestimmt hat. Natürlich ein klasse ausgebildeter Boxer, der für die US-Amerikaner auch in Sydney mit dabei war, beim Olympiaturnier dort Dritter wurde. Unter anderem auch Felix Sturm geschlagen hat auf dem Weg zu dieser Bronzemedaille. Es ist noch ein ganz, ganz enger Kampf. Vielleicht eine Runde vorn für Taylor. Abraham braucht in jedem Fall in dieser letzten halben Minute noch klare Hände, wie die drei Punktrichter beeindrucken könnten. Die Serie bleibt hier so ein bisschen in der Deckung hängen. Eindeutig nach dem Gong, also das war nun doch eher unfair und das hat natürlich auch Wilfried Sauerland wie die anderen 14.000 hier mit einem Kopfschütteln oder Pfiffen kritisiert. Du musst stabiler stehen. Du musst mal aus dieser Verteidigung musst du mal einen Gegenangriff machen, wenn er da Lücken hat. Verstehst du? Lass du ruhig arbeiten. Immer hingehen, aber du musst wirklich mal aus dieser Doppeldeckung musst du mal einen Angriff machen. Und in der Mitte bleiben, nicht so weit ausholen. Komm her. Bisschen stabiler, mein Junge. Bisschen stabiler. Das schaffst du. Ja, wie bitte? Ja, aber du musst stabiler, du musst trotzdem Angriff ziehen. Die Runde kann wieder weg sein. Weil er aktiver war, Atte. Denk dran, ja? Auch das wieder eine enge Runde. Hier keine klaren Hände in der Schlagstatistik. Das kann man nachvollziehen. Deutlich mehr Treffer für, oder deutlich mehr Schläge für German Taylor. Die Anzahl der Treffer
ist geringer. Er hat wirklich in der Tat, vor allen Dingen mit seinem Jab hier, über weite Strecken diese ja, fast erste Hälfte des Gefechts bestimmt. Arthur Abraham trifft mit dem Jab, aber sofort die Führhand als Doublette wieder von German Taylor da, der in der Tat sehr frisch wirkt. Hat sich ja diesmal nach seiner letzten Niederlage, der insgesamt dritten, damit ist der Negativrekordhalter in diesem Super Six Turnier. Es gab überhaupt nur 4 Niederlagen für die beteiligten Akteure hier in diesem Turnier. Der Top-Supermittelgewichtler. Mit 3 Niederlagen ist er sozusagen das Negativbeispiel, aber er hat eben auch die Krähen geboxt und hat sich eben auch entschieden, was sich hier in einem sehr guten Kampfverlauf auch in dieser 5. Runde äußert, seine Vorbereitung noch einmal umzustellen, hat vor dem eigentlichen Trainingslager in Houston bei George Foreman im Gym sich schon in seiner Heimat in Little Rock in Arkansas vorbereitet und fühlt sich auch selber in einer besseren Form und zeigt das auch in diesem Gefecht bislang. Wenn diese Serien kommen, hat natürlich auch Taylor Probleme, sich zu organisieren. Spannend. Es ist ein Duell auf Augenhöhe und zum ersten Mal eine richtig wütende Serie von Arthur Abraham. Im Moment, nach diesen 5 Runden, sollte bei den Punktrichtern aber nach wie vor aus meiner Sicht German Taylor die besseren Argumente für sich haben. Und insofern muss Abraham, und Sie hören das an den Rufen von Uli Wegner, jetzt noch mehr machen. Sehr gut. Es ist immer ganz, ganz eng, aber diese Runde war verdammt wichtig, Henry Maske, denn es dürfte eine leichte Führung für German Taylor noch da sein, oder ganz knapp vielleicht. Ja, also wir sehen hier wirklich einen höchst spannenden Kampf. Wir sehen zwei Persönlichkeiten im Ring. Das merkt man an ganz kleinen Reaktionen. Ich glaube, in der 3. Runde war es, wie German Taylor sich aufregte, dass seiner Meinung was nicht in Ordnung war, was Arthur machte. Da ist eine hohe Spannung drin. Wir gucken zu, 5 Runden bisher gesehen, mit höchster Spannung und hohem Interesse. German Taylor versucht es immer wieder mit seinen Händen und mit seinen gewohnten Händen, vor allem diesen Haken, diesen linken Haken, zu agieren, hart zu agieren. Aber Arthur lässt es eigentlich wirklich nicht bei sich ankommen. Und Arthur hat hier und da von der ersten Runde angefangen, mal wieder eine einzelne Hand gebracht, erschütternde Hände. Also die Spannung ist sehr groß und die Aufregung, Nervosität von German Taylor und der große Respekt ist nach wie vor da. Aber ich glaube, dass er ihn mittlerweile Stück für Stück aufholt. Es ist ein Krimi und auch Experten dafür wollen dabei sein bei diesem großen Kampf, dem Auftakt. Der erste von 12 Kämpfen hier in der Vorrunde sozusagen dieses Super 6 Turniers. Ein, zwei Aktionen, hart geschlagen von Arthur Abraham. Der mit Sicherheit von den beiden, und je weiter das Gefecht geht, ist das ja auch ein Thema, nachdem die Kondition dann nachlassen wird ein bisschen, die besseren Finisher-Qualitäten hat als German Taylor, der, und das ist wirklich eine Weile her, 2005 zuletzt mal einen Kampf kurzrundig entschieden hat, also 10 Kämpfe immer entweder über die volle Distanz bestreiten musste oder von seinen Gegnern vorher bezwungen wurde.
Arthur mit einem kleinen Cut im rechten Augenwinkel. Das ist ungewohnt bei ihm, bis auf den Miranda-Kampf, jenen sagenumwobenen von Wetzler, eigentlich fast immer ohne größere Cuts oder Schwellungen ausgekommen. Jetzt zum ersten Mal übrigens sehr schön von Arthur Abraham zum Körper. Und wenn Sie gestern um 17 Uhr beim Regelmeeting dabei gewesen wären, dann hätten Sie genau erfahren, dass das schon diskutiert worden ist im Vorfeld. Die Amerikaner fühlen sich hier zu Unrecht benachteiligt, aber es war absolut in Ordnung, dass dieser Schlag hier als Tiefschlag gewertet wurde. Der Hinweis von Guadalupe Garcia aus Mexico City. Nicht mehr tief zu schlagen, weiter oben zu bleiben, die Köpfe hochzunehmen. Harter Treffer für Abraham. Runde von Arthur Abraham und er weiß, dass dieser letzte Schlag mit links, dieser Kopfhaken, richtig Wirkung hinterlassen hat und seinen Gegner für die zweite Halbzeit dieses Duells hier in Berlin schwer beeindruckt haben dürfte. Hier nochmal der Tiefschlag, gar keine Diskussion. In der sechsten Runde erteilte Ringrichter Guadalupe Garcia aus Mexiko Chairman Taylor eine Verwarnung wegen Tiefschlags. One Point, die Dankeschön. Arthur, du musst souveräner sein. Ich will nicht zwei Runden noch zurück. Hey, die wirst du jetzt haben. Aber mache was. Arthur, hör auf mich. Das wird nicht nachlaufen, du. Mhm. Nicht? Alter, schau. Hier. Eins, zwei. Boom, boom, boom. Ja, Arthur, komm. Die Scorpions sind mit dabei, sehen den Mann, der im Februar 2003 als Sparringspartner für Sven Otke, das war eine Vorbereitung für den Byron-Mitchell-Kampf, in die Halle kam zu Uli Wegner. Und seither ist das eine richtige Erfolgsgeschichte geworden. In superschneller Zeit, in Hochdruck, 2 Jahre und 4 Monate hat er nur gebraucht bis zum Weltmeistertitel. Jetzt, nach dieser sechsten Runde, ist er endlich richtig im Kampf drin. Es sollte noch, und das hat Uli Wegner, glaube ich, Arthur gerade ins Ohr geflüstert, eine knappe Führung, vielleicht eine, vielleicht 2 Runden für German Taylor da sein. Aber er hat ihn, auch durch den Tiefschlag, sicherlich noch 1 Punkt Abzug, also vielleicht 1 Runde, aber er hat ihn schwer beeindruckt. Das ist entscheidend. Das ist viel wichtiger. Dieser Uppercut sauste hier vorbei. Und auch in den anderen Kämpfen von German Taylor ist das Muster vergleichbar. Er führte gegen Pavlik, ging dann in der 7. K.O. Er führte gegen Frotch und lag in der 12. auf dem Ringboden. Arthur weiß um die Geschichte in Sachen Kampfgestaltung bei seinem Gegner aus der Heimat von Bill Clinton und Sonny Liston, einem großen Boxweltmeister im Schwergewicht aus Little Rock, Arkansas. Viel besser als die 14.000, das hier in der Halle sagen, könnte ich es auch nicht sagen. Jetzt geht's los. Arthur Abraham ist im Kampf. Wir sind in Runde 7. Das Gefecht ist wieder offen. Ja.
Er wollte nicht hinter der Doppeldeckung warten, weil die Schläge im Supermittelgewicht härter sind. Aber diese drei Hände, abgeschlossen mit dem rechten Kopfhaken, waren deutlich in der Wirkung stärker als das, was Taylor vorher hinterlassen hatte. Ein bisschen Innenhand in dieser Aktion und wieder nachgeschlagen. Es gibt einige von diesen sogenannten Rabbit Punches. Aber auch Taylor war beteiligt an dieser Aktion. Und sie leben beide, wenn sie in diese Schlagdistanz hineingehen. Kreuzgefährlich, auch Taylor ist in der Halbdistanz sehr, sehr stark. Aber im Moment wirkt auch von der Körpersprache Arthur Abraham hier als der klar bessere Mann. Arthur, der König aus Deutschland, hat den Kampf gedreht im Moment. Hey Junge, du musst zur Seite gehen und dann bring deine Rechte. Verdammt, los, bring deine Rechte. Okay, jetzt kannst du. Beweg dich, bring den rechten Jab, aber pass immer auf seine Rechte auf, ja? Du siehst seine Rechte, also geh weg. Ja, wenn du sie siehst, dann geh doch weg. Los jetzt. Und halt die Deckung oben. Für Ray Rogers, den erfahrenen Cutman in der Ecke von German Taylor, wird es mehr Arbeit geben in den nächsten Runden, denn Arthur Abraham schlägt härter als Taylor. Und das Auge, auch das ist eine Parallele zum Pavlik-Kampf, da war es zugewiesen fast am Ende nach 12 Runden, schwillt das Rechte, jetzt anfällig in dieser Region, langsam zu. Das sind Aktionen, die Uli Wegner in den Wahnsinn treiben. Dort hinten brüllt, was er kann aus Leibeskräften, weil sich Arthur Abraham, und das zeichnet ihn eben auch aus, vielleicht ist Chuzpe das beste Wort dafür, diese Kampfintelligenz, vermeintlich zu wissen, wann man mit dem Gegner spielen muss, ihn reizen kann, jetzt schon wieder sicher fühlt. Also komm, 1-2! Also komm! Also sind 8 Runden gleich vorüber und es ist immer noch verdammt eng. Es spricht für die Qualität dieses Turniers und für einen gelungenen Auftakt. Das können wir jetzt schon sagen. Die härteren Hände, auch dabei bleibe ich in der Wirkung, schlägt eindeutig Arthur Abraham. German Taylor schüttelt das scheinbar weg, aber schafft er es auch bis zum Kampfende, sich zu entziehen. Schwer zum Körper, klasse gemacht von Arthur Abraham. Aufwärtshaken hinterher. Zum ersten Mal German Taylor in größerer Not. Nach 8 Runden gibt es eine neue Entwicklung. Bei mir auf meinem Zettel Arthur Abraham jetzt mit einer Runde vorn.
Und auch Alexander neben dem Vater, der da links am Rand zu sehen war, wird wissen, Gregor, 1995 kamen sie zusammen nach Deutschland. Es ist zum ersten Mal, dass Arthur Abraham in diesem Gefecht hier. Also hier auf dem Kopf rein. Gut gemacht, aber Arthur, schneller wie die Hände hoch, ja? Okay. Hast du gehört? Ja, Arthur? Versteh mich mal. Ja, immer wieder schneller hoch. Höre ein bisschen. Jetzt geben wir richtig Chance. Ringfrei zur 9. Runde. Round 9. Haben Sie das über unsere Außenmikrofone verstehen können, dieses kleine Versprechen? Jetzt geben wir richtig Gas. Wir freuen uns drauf. Die 9. Runde hier in Berlin. Jamin Taylor war sich sicher, dass er hier der bessere Boxer ist, von der Ausbildung her. In der Tat hat er einen guten Start in das Gefecht gezeigt, aber die Punches, die harten Schläge von Abraham haben ihre Wirkung hinterlassen. Er ist verhalten, er versucht auch weniger jetzt in den letzten Runden. Und dieses Finishen von Abraham, was Sie gerade gesehen haben, kann diesen Kampf jetzt in Runde 9 beenden, denn Jermaine Taylor steht auf ganz, ganz wackeligen Füßen. Wir sind vor der Entscheidung in Berlin. Jermaine Taylor muss sich über diese Runde retten, wenn er den Auftakt in dieses Turnier hier nicht vermasseln will. Arthur Abraham weiß es, wenn er in die Augen seines Kontrahenten blickt, dass er ihn jetzt im Griff hat. Und er hat in 30 Kämpfen 24 mit einem Knockout, mit einem K.O. beendet. Das ist eine K.O.-Quote von 80%. Wenn Sie irgendwie beim Wetterbericht von einer Regenwahrscheinlichkeit von 80% hören, dann würden Sie auch einen Schirm mitnehmen. Und den braucht im Moment Jermaine Taylor, dass er die Hände einfach mal vors Gesicht hält. Schöne Aktion. Respekt. Taylor meldet sich zurück. Spielt Arthur Abraham damit dem Mann, der einst alle vier Gürtel im Mittelgewicht nach seinem Erfolg gegen Hopkins im Jahre 2005 in den Händen hielt. Und es gab viele Zweifler, die sagten, dieser Arthur Abraham im Vorfeld ist überschätzt. Er hat hier in der 9. Runde mit den klarsten Treffern des Gefechts eine deutliche Antwort gegeben. In die nächste Runde, ja? Häng dich rein und halt deine Deckung hoch. Hörst du mich? Wir brauchen die Deckung. Und pass auf, wenn du einen Jab bringst, dann kommt von ihm gleich der Gegenjab. Pass auf die Rechte auf. Und dann bring die Fakes, mach die Finten. Und du siehst, dass seine Rechte kommen. Halt ihn auf Distanz. Also, und wenn er auf dich drauf zukommt, dann 2-3, die Kombination. Vielleicht wird auch Frau Thomana sehen, dass er jetzt nicht zu viel Tempo hier hineinlegen sollte, Arthur Abraham, denn Jermaine Taylor hat bewiesen,
dass er sich noch einmal aus dieser schwierigen Situation befreien könnte. Er glaubt ja auch, aufgrund der Ringerfahrung, dass er, und da kann es keinen Zweifel geben, die besseren Boxer vor den Fäusten hatte, dass er nach wie vor hier einen kleinen vermeintlichen Vorteil gegenüber Arthur Abraham hat. Aber auf den Ring- und Punktzetteln müssten es im Moment zwei Runden sein, die Arthur Abraham in Front sind. Aber brauchen wir überhaupt Punktzettel? Reicht die Kondition von Taylor, die diesmal, und auch das können wir schon sagen, stärker ist als bei seiner letzten Niederlage gegen Frotch? Da wirkte er hinten raus in Runde 10 und 11 schon deutlich wackeliger. Beide Boxer atmen durch für den großen Endspurt. Hier erst einmal in dieser 10. Runde. Die Nicklichkeiten, die Nackenschläge, die wir und Tiefschläge, die wir eingangs gesehen haben, sind zum Glück vorüber. Abraham dreht sich weg, das darf er nicht tun, unter den Augen vom Mexikaner Garcia, der das Gefecht ganz gut laufen lässt. Das ist riskant, was Abraham da gerade macht. Aber er ist sich seiner Sache sicher. Versuche von Taylor ohne größere Wirkung. Der bessere Boxer hier in Runde 10. Wie schon überhaupt in der zweiten Hälfte dieses Gefechts, heißt jetzt Arthur Abraham. Und den einzigen wirklich schwereren Schaden, den wir in der 9. und 10. Runde zu beklagen hatten, das war, glaube ich, die Hose von Arthur Abraham, die hier, das sehen Sie jetzt, Tiefschutz auch gut zu erkennen, aufgerissen ist. Der Kampf hat sich gedreht. Arthur Abraham erstaunt die Fachwelt. Ach, Henry Matke. Ja gut, ich habe zwei Zehen genommen. Ich glaube aus der 8. und aus der 9. Runde. Eine von beiden zeigt im Grunde genommen die mittlerweile gewonnene Überlegenheit von Arthur. Und dann in der 9. dieser ziemlich klare Treffer. Hier muss man aber auch eingestehen, Taylor hat hier einiges weggesteckt. Und zeigt sich danach mutig, jedoch aber nicht mehr wirklich so überzeugt, dass er auch den Kampf gewinnen kann. Danach macht Arthur das geschehen. Und ich glaube, jetzt geht es darum, ihr wisst, die 3 Punkte oder 2 Punkte, ob er die letzten beiden Runden nutzen kann, auch noch durch K.O. zu gewinnen. Unorthodoxe Schneiderarbeit von Malcolm Garrett, der die Hose hier mit Tape repariert, der Cutman. Aus La Porte, Indiana. Übrigens der Mann hier am Ring mit den meisten Titelkämpfen. Über 200 hat er Malcolm Garrett schon betreut, war in weitaus schwierigeren Situationen als in dieser doch extravaganten Hosengestaltung beim Champion aus Berlin. Taylor nach diesem schweren Treffer aus Runde 9 so im Gefecht bleibt, unterstreicht,
dass er die Vorbereitung auf die vermeintlich letzte große Chance in seiner Boxerkarriere ernst genommen hat. Die Tendenz war natürlich fallend. 3 Niederlagen in den letzten 4 Fights seines außergewöhnlichen Boxerlebens. Und es handelt sich um Niederlagen beim Boxen. Es ist nicht Fußball, man spielt Fußball. Aber beim Boxen ist eine Niederlage mehr als alles andere. Hier erfolgreich mit einem rechten Kopfhaken, German Taylor. Und Arthur Abraham sammelt Luft für den nächsten Sport. Da können Sie sicher sein. Da ist er schon. Auch da sieht man die Entwicklung von diesem Arthur Abraham, der 2003 seinen ersten Kampf am Nürburgring machte, damals in dieser ersten Phase auch oft eine schlechte Kampfeinteilung hatte gegen Hemmingen, gegen Gardner. Und mittlerweile weiß er eben auch, wie große Fights zu gestalten sind. Ist immer hier mit den härteren Händen zur Stelle, auch wenn ich Taylor noch einmal gerne attestieren will, dass er sich nach wie vor klasse in diesem engen Kampf hält, der auf den Punktzetteln aber im Moment einen Sieger kennt. Das ist Arthur Abraham. Die nächste Runde für Arthur Abraham. Und es gibt vielleicht noch einen Extrapunkt zu gewinnen für ein K.O. Letzter Junge, jetzt musst du smart rangehen, ja? Wir brauchen die Runde. Noch 3 Minuten. In den Pound-for-Pound-Ratings bei ESPN ist übrigens in dieser gewichtsklassenübergreifenden Statistik der besten Boxer als einziger Deutscher unter den Top 20 Arthur Abraham. Da gibt es keinen Sturm, keinen Klitschko. Auch das interessant. Der Blick von der anderen Seite des großen Teiches auf diesen außergewöhnlichen Boxer mit der etwas außergewöhnlichen Hose heute. Taylor muss mehr machen, er muss etwas versuchen. Er muss eigentlich, um ehrlich zu sein, sogar einen Knockout kriegen. Zu seinen Gunsten gegen Arthur Abraham. Aber ich habe von seinen Finisher-Qualitäten gesprochen und da gibt es in der Tat, der zuletzt 2005 kurzfristig gewonnen hat, oder vorzeitig, wenn Sie so wollen, einige Zweifel. Da liegen die Vorteile nun eindeutig bei Arthur Abraham, der sich im neuen Limit mit diesen 3,5 Kilo mehr sehr gut zurechtgefunden hat. Wo bleibt er? Der Schlusssport von Taylor. Stattdessen ist Abraham da. Und wer ihn kennt, der weiß,
dass er jetzt noch eines will. Er will diesen K.O. haben, ganz klar. Hart mit links getroffen, trocken kurz, dann abgeschlossen zum Kopf, mit rechts. Noch 50 Sekunden, was für ein großes Finale von Arthur Abraham. Zwei Punkte für einen Sieg, drei Punkte für einen K.O.-Sieg und noch eine halbe Minute. Schüttelt diese rechte Hand von Taylor weg, als wäre es nichts gewesen, der die Anfangsphase des Gefechts bestimmt hat. Der dank der härteren Hände, aber jetzt auf dem Boden liegt. Was für ein krachender Knockout! 10 Sekunden vor dem Ende! Arthur Abraham ist ins Turnier gestartet und wie, aber unser Blick gilt jetzt natürlich erstmal German Taylor, der schwer, sehr schwer getroffen wurde. Und damit in den letzten 5 Kämpfen jetzt seinen 3. schweren K.O. bekommen hat. Er steht wieder, Gott sei Dank. German Taylor ist wieder auf den Füßen, das ist erstmal die wichtige Botschaft und natürlich freuen wir uns mit Arthur Abraham und das kann nun wirklich nur er, solch ein Timing, solch ein Finish. Interessant übrigens, dass auch in den USA international neben Kessler Arthur Abraham, und hier ist er gerade zu sehen, der Däne als klarer Favorit für dieses Turnier gehandelt wird, das wäre natürlich für die Sauerländer eine Wahnsinnsgeschichte, mit 2 Mann vielleicht im Finale zu sein. Aber wo bin ich jetzt schon gelandet? Ich rede über das Jahr 2011. Wir sind am 17. Oktober 2009. Es ist der Auftakt und Kessler hat einen guten Auftakt in dieses Turnier gesehen. Daran kann es überhaupt keinen Zweifel geben. Der Vater hier unten mit den grauen Haaren nimmt die Glückwünsche entgegen. Es gab übrigens, auch das sei schnell gesagt, weil immer wieder berichtet wurde, gab es noch nie. Es gab natürlich schon mal eine ähnliche, vergleichbare Geschichte bei der WBA, als damals Muhammad Ali wegen Kriegsdienstverweigerung seinen Titel verlor. Da gab es so ein Nachfolgeturnier mit Mildenberger gegen Bonavena und der Niederlage. Und es gab eben nach dem Erfolg von Jimmy Ellis dann bei dem Sparringspartner von Muhammad Ali wirklich Jahrhundertkämpfe. Und das ist die Parallele zu heute. Aus diesem ersten wirklich großen Kampf heraus kann sich nach dem Niederschlag in der 12. und letzten Runde ein ganz großes Turnier entwickeln und es gibt jetzt schon neben Arthur Abraham einen Gewinner. Das ist das Boxen. Wir freuen uns auf weitere solche hochdramatischen Duelle, dass es so spannend wird und dass es so spektakulär endet. Das hat alle Erwartungen deutlich übertroffen. Wir wollten unbedingt mit einem Sieg starten, hat Uli Wegner gesagt. Und für mich, auch das hat er unterstrichen, ist Arthur Abraham der Favorit. Nach dem Kampfausgang hier von Berlin setzen wir mal ein dickes Ausrufezeichen hinter die Behauptung. Im Moment nicht angefangen, aber jetzt sehen wir es auch hier. Sehr schön, German Taylor steht, läuft, redet mit den Leuten aus seinem Camp. Und das sind Boxkämpfe, die die 14.000 nicht nur hier in Berlin, sondern hoffentlich auch Sie vor den Bildschirmen mitreißen und sagen, das Boxen hat wieder eine Chance. Eine tolle Idee mit diesem Turnier
Ob es so spektakulär wird bei Nico am 5. November, wir hoffen drauf. Zumindest hat sein Gegner spektakuläre Sprüche gemacht, aber ob er so finishen wird, da sind wir gespannt. Arthur Abraham ist eine Marke, nicht nur in Deutschland, sondern auch im Weltboxen in dieser Kampf. Er hatte ja schon den letzten, seine 10. Titelverteidigung in den USA bei Showtime. Der wird auch die US-Amerikaner wachrütteln und sagen, wow, was ist los mit Arthur Abraham? Das wollen wir sehen. This young man from Little Rock, Arkansas, USA, who came here to Berlin to show the world that he has more courage than anyone can imagine. Jermaine Taylor. The end comes at 2 minutes 54 seconds of round number 12. Now advancing in the Super 6 Super Middleweight World Boxing Classic. The winner by knockout, King Arthur Arthur Abraham ist weiter ungeschlagen, der 25. K.O. im Übrigen zum ersten Mal mit 3 Punkten belohnt. Wir sind ja im Turnier und auch hier die faire Geste von Jermaine Taylor, der am Anfang Arthur Abraham wie erwartet gefordert hat. Und erfreulicherweise steht er aber jetzt bei uns an dem Mikrofon bei Thorsten Püschel. Jermaine. Congratulations for this great fight. Glückwunsch zu diesem tollen Fight. Are you okay right now? Yeah, geht's Ihnen okay? Ja. Ja. Ich bin wirklich absolut traurig, weil ich wirklich hart trainiert habe. Es ist schon hart jetzt. What happened, was ist passiert? Ein paar Sekunden noch vor dem Ende. Haben Sie ihn kommen sehen? Er hat mich einfach kalt erwischt. Er hat einen harten Punch, klar, und er ist ein toller Fighter. Und er ist hierher gekommen, um zu kämpfen, klar. Wie sehen Ihre Chancen denn jetzt aus? Sie haben noch 2 Kämpfe in den kommenden Runden. Ja, ich habe noch 2. Ich hoffe, ich kann die schlagen. Ich werde mir jetzt den Kampf ganz genau angucken und dann geht's weiter. Wie war es hier mit den Zuschauern? War das okay für Sie? Ja, ich habe das Ganze ausgeschaltet. Ich habe es gar nicht gehört. Thanks, Jermaine. Lieber Arthur Abraham, sind Sie denn wahnsinnig? Mann, haben Sie das spannend gemacht. Die ersten 3 Punkte sind eingefahren. Wie haben Sie das heute Abend hier alles erlebt? Ja, das ist halt mein Stil. Ich bin kein Spätstarter. Ich brauche etwas, bis ich warm werde. Und die 3 Runden waren die Runden, die ich warm geworden bin. Aber danach hat alles gut geklappt. Ich habe alles gesehen, die Schläge, alles habe ich im Griff gehabt, war okay. Neues Turnier, neue Gewichtsklasse, vielleicht auch Gründe dafür, dass Sie einen Tick länger gebraucht haben, um reinzukommen in den Kampf? Natürlich, ich bin auch aufgeregt. Für mich ist auch was Neues. Ich möchte auch erstmal alles ausprobieren. Die Schläge sind sehr hart und so weiter. Aber ich habe so ein Publikum hinter mir, wie kann ich verlieren? Ihnen ist es dann gelungen, den Kampf zu drehen. War das quasi wie auf Knopfdruck oder haben Sie oben im Kopf was umgestellt? Wie ist das passiert? Ja, ich bin natürlich gekommen zum Gewinnen. Ich bin nicht gekommen zum Verlieren und ich gebe alle. Das ist halt meine Taktik. Ich brauche ein paar Runden, bis ich den Gegner analysiere und dann ich lasse ihn müde schlagen. Und dann, wenn er müde ist, dann schlage ich zu. 2 Punkte waren Ihnen nicht genug, hinten raus in Runde 12, dann der K.O.? Ja, das K.O., ich sage immer, K.O. kommt von alleine. Und wenn man will K.O. schlagen, dann klappt immer nicht. Aber wenn man nicht will, dann klappt. Und ich bin immer froh. Bei mir ist es so, wenn ein Schlag trifft, zum Glück Gegner geht zu Boden. Das ist sehr schön. Toller Auftakt in dieses Turnier. Herzlichen Glückwunsch, Arthur Abraham. Ich habe noch eine... Erstmal nochmal vielen Dank an dieses Publikum. Und ich möchte mich... ich habe 3 Sachen zu sagen. Wirklich tolle Publikum. Ich werde... wieder hier boxen. Das macht so viel Spaß, können Sie gar nicht glauben. Vielen Dank. Und zwar erste Sache, ich möchte mich bedanken bei meinem Manager Wilfried Sauerland und Kalle Sauerland, die dieses Turnier
klar gemacht haben, wahr gemacht haben, weil ohne diese Leute wäre dieses Turnier nicht heute gestanden. Vielen Dank an Tim Sauerland und mein Manager. Und zweite Sache, vielen Dank an O2World, an Chef Detlef Cornett und Robert Lubinov für die tolle Zusammenarbeit. Und die dritte Sache, ich werde heute wie immer meine Handschuhe versteigen für kranke Kinder und meinen tollen Mantel, die ich bekommen habe, werde ich alles versteigen für kranke Kinder. Und das alles auf meiner Internetseite arthur-abraham.de. Danke, Arthur. Uli Wegner, 3 Punkte sind jetzt auf dem Konto von Arthur Abraham. Sind Sie darüber wirklich glücklich, dass es jetzt 3 sind? Na, sicherlich ist ein K.O.-Sieg immer das Höchste im Boxen. Er war locker, er hat gemerkt, dass er wahrscheinlich führt. Und er kommt aus dem Lockern, aus der Distanz. Er kann ja hart schlagen, war ja bekannt. Kam ganz locker, rechte gerade den Kopf haken. Und ich bin eigentlich zufrieden, wenn ich heute sehe, wie die Jungs von uns geboxt haben. Auch Herr Mandes, das war klasse. Und er hat die Krone aufgesetzt. Nun haben Sie in den ersten Runden natürlich wieder mitgelesen. Sie hatten gehofft, Arthur Abraham gibt in den ersten Runden ein bisschen mehr Gas, wo German Taylor ja auf jeden Fall mal ein ganz starker ist. Ist noch das, wo bei Arthur Abraham die Reserven liegen? Ne, ich muss sagen, er war heute schon etwas offensiver, etwas aggressiver. Aber ich glaube, unsere Taktik war richtig. Er hat es wunderbar umgesetzt. Ich muss ganz ehrlich sagen, heute ist von allen dreien meinen Jungs hervorragend taktische Boxer und er hat einen Höhepunkt gesetzt. Vielen Dank, Uli Wegner. Ja, viele